Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren neuen Video und ich bin heute extrem, extrem stolz auf meine Jungs, denn wir haben heute was geschafft, Leute. Wir dürfen euch jetzt heute die erste Beta-Version oder die früheste Version, die es überhaupt gibt von Belaza, zeigen. Und ich habe ein paar wunderbare Gäste dafür eingeladen. Der liebe Palle ist mit dabei. Hallo. Der liebe Epicstern. Hallo. Die liebe Kater. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du auch da bist, Tobi. Hallo. Echt schön. Wir haben einen kleinen Dungeon Run vorbereitet, Leute. Und ich habe ja schon beim letzten Mal ein paar Sachen gezeigt. Und ich gehe jetzt nochmal ganz kurz dreisterweise in den Game Mode und zeige einfach mal ganz kurz ein paar Sachen, die wir jetzt hier quasi neu haben. Und zwar hat unser Mod-Block-Team ordentlich gearbeitet. Wir haben nämlich jetzt so ganz fancy Shit, wie zum Beispiel hier sowas. Wir bauen. Aber warte doch mal. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Achso, ja, wir müssen also die Welt retten. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Ich bin hier irgendwie reingeworfen worden und bin völlig verwirrt. Wir müssen die Welt retten, Palle. Wir müssen die Welt retten. Wir müssen die Welt retten? Ja, gegen die bösen Spinnenmonster. Oh. Bleib stehen. Palle, komm zurück. Okay, ich zeig nur mal ganz kurz, was wir alles so haben an Blöcken. Wir haben auf jeden Fall echt einiges an neuen Blöcken wieder hinzugefügt, Leute. Wir haben diese halben Blöcke. Wir haben eine Menge neue Treppen mit wunderschönen Materialien und so weiter und so fort. Also es ist echt einiges dazugekommen. Wir haben jetzt ganz wichtig hier neu im Sortiment, Leute. Hocker, ja, ganz schön. Da kann man sich draufsetzen. Da kann man sitzen. Gibt's und da kann man... Kater, das... Kater, ja? Ja, was denn? Gibt's auch irgendwas, womit wir uns verteidigen? Ach so, da kommen wir nämlich jetzt zu. Und zwar gibt's im Laufe dieser Quest, die wir jetzt machen, eine Menge Waffen zu finden. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal hier vorne in die Kiste, wo Epix dann einfach drauf sitzt. Ja. Jeder darf sich jetzt hier ein Set nehmen. Wir arbeiten netterweise mit dem Conquest Texture Pack zusammen. Meins mit die Hälfte. Jungs, Mädels, so aber nicht, ne? Okay. So aber nicht. Los geht's. Oh Gott, ah! Palle. Das ist eine Spinne. Ja, da kümmern wir uns jetzt drum. Oh, Gott, das sind schon die Babyspinnen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt schon draufhauen. Die sind nämlich auch exklusiv von uns. Ihr seht auch hier schon die ganzen neuen Blöcke. Ja, das sind die Babyspinnen. Die sind nicht so gefährlich. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres als die. Doch, was sind das für Sounds? Die Sounds sind richtig nice. Ja, die sind alles self-made. Ja, bitte. Was ist unser Ziel? Also wir unser Ziel ist, dass wir die Welt retten gegen die bösen Spinnenmonster. Genau. Okay, ja, das kriege ich hin. Wir müssen nämlich das Dorf hier verteidigen. Ihr seht ja schon, dass hier die Spinnen quasi... Oh Gott, das sind die ganz kleinen. Ihh! Oh! Oh! Ihh, ich hasse die. Oh mein Gott, die kommen schon über... Oh! Ja, Kater. Hallo, hi. Hallo. Also, wir müssen sie auf jeden Fall durchkämpfen. Ja, vorsichtig, ne? Oh Gott, die spawnen hier. Wir müssen sie auf jeden Fall alle nacheinander auslöschen. Es wird auf jeden Fall nicht weniger. Noch nicht, nein, aber es gibt später ein Level-System. Und ihr seht ja hier schon die wunderschönen Blöcke, die hier alle neu sind. Die ganzen Bäume und so weiter und so fort. Und das Schwierige ist jetzt gerade mit dem Texture Pack, weil wir viele Blöcke halt so in diesem Stil... Oh Gott. Oh, ich bleib einfach hier sitzen. Aua! Au! Palle, kämpf, nicht sitzen bleiben! Kämpf! Okay. Jetzt wird's nämlich eklig, jetzt müssen wir einen Jump'n'Run machen. Oh, und, ja, kann ich. Das, ach nö. Ja, da bin ich jetzt schon... Au. Da bin ich jetzt schon raus, Alter. Ich hab eine Abkürzung. Oh, nein, das geht nicht. Ach nö. Doch, das geht. Oh, was geht? Oh. Ah, ich hab's gesehen. Haha, wir haben eine Abkürzung gefunden. Sehr gut, okay. Was? Nichts? Nee. Gibt's keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Nein. Baby, guck mich mal an. Okay, hier müssen wir jetzt nochmal rüber. Ah, nein! Hilfe! Hallo. Leute, nein! Nein! Können wir ihn töten? Jungs! Können wir ihn wir töten? Revi und oh zurücklassen. Oh Gott. Nein, überall Spinnen, überall Spinnen. Was? Ah. Hey, ihr fallt alle hier runter. Oh Gott. Ja, oh das. Nein. Oh. Okay, alles gut. Und ach, dann rüber. Palle. Ja, was denn? Oh, fuck. Au. Diese Sounds. Oh. Checkpoint. Was, hast du Checkpoint aktiviert? Oh. Ja. Geil. Nice. Okay. Gut, wir müssen jetzt weiter hier durch das Haus, durch das Verlassene. Und wie gesagt, hier sind schon die ersten neuen Blöcke. Schaut mal hier, dieser Tisch zum Beispiel ist exklusiv hier, Leute, mit den Stühlen. Achso, man muss hier gar nicht längs. Hey. Nee, aber das haben wir selber. Ist alles self-made hier, alles selbst gemacht. Darauf muss ich erstmal hinweisen. Also, das ist kein zusammengepatchtes Modpack oder so. Das sind alles selbst erstellt. Blöcke. Aber wir müssen nach gegenüber, glaube ich, hier. Guck mal hier. Und dann da hoch. Hier, wo ich gerade bin. Ah. Und dann. Nein! Das Ding ist halt, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen, weil die Spinnen kommen natürlich neu, ja, weil wir die Brutmutter nicht getötet haben. Ja, die Tränke teilen wir gleich auf. Da braucht jeder einen von Tobi. Ich nehme ja alle einfach. Tobi? Nee, ich habe ein Buch in der Hand. Ja, genau, das Buch brauchen wir auf jeden Fall später. Warte mal, zeig das Buch mal. Da steht nämlich jetzt drin, Bauvorschritt, ich habe begonnen, eine neue Treppe zu bauen. Wir sollen wesentlich breiter und stabiler als die alte werden. Mal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Okay, hier steht, möge der Finder dieses Buches meine letzten Tränke weise einsetzen. Hat jetzt jeder einen Trank? Nein. Tobi? Ich habe alle. Ich habe einen. Ja, wir teilen. Meine. Oh Gott. Ich teile ja schon, bitteschön. Oh. Diese ganzen Spinnen sind hier überall einfach.
Gott, gibt's noch größere? Ja, es gibt eine riesige Brutmutter am Ende. Oh, okay, ich glaube, wir müssen hier runter. Ich bin mir aber nicht sicher. Da ist eine Spinne. Egal. Okay. Okay. Ich bleib hier. Weiter geht's. Ich glaube, oh mein Gott, ich glaube, wir müssen gleich die Tränke trinken. Guck mal hier vorne, was wir für tolle Blöcke gemacht haben. Wow. Baumstämme, wo man durchgucken kann. Oh, guck. Cool. Hallo. Wow. Na? Was geht, Alter? Das ist geile Zeit hier. Ganz ruhig. Später ist übrigens auch geplant, dass man sich hier an diesen Dingern zum Beispiel hochheilen kann, indem man hier essen kann. Oh Gott. Die Palle. Was denn? Ich würde nicht alleine vorgehen. Guck mal hier, Gold, Alter. Boah. Können wir leider noch nicht mitnehmen. Wow. Hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Hier können Fallen, glaube ich, drin sein. Ich weiß es nicht genau. Was passiert, wenn ich sterbe? Dann können wir dich wiederbeleben. Oh Gott, jetzt die Stärketränke trinken. Da sind die neuen Spinnen, Das sind Giftspinnen. Schlägerei! Oh Gott. Das wird wirklich schwer. Wir müssen es hier einmal durchkloppen. Palle! Palle, ich rette dich! Palle! Rettet Palle! Oh nein! Oh Gott, die kleinen Babyspinnen! Oh Gott, ich muss sie hochhalten. Ich bin gleich down! Nein! Immer zurück! Die Spinnen sind übrigens einer von über 50 neuen Mobs, die wir planen. Wir sind auch alle selbst gemacht. Und die sind ganz schön eklig. Ja. Wir haben noch viel ekligere Sachen geplant. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden. Wollen wir zusammen gehen oder nicht? Wir können es aufteilen. Okay, wer geht mit wem? Ich gehe einfach mal links. Okay, dann gehe ich hier rechts. Oh nein! Oh, guck mal, das ganze Gold hier, Alter. Wir müssen einfach weiterlaufen. Vorsichtig, hier sind hier können noch Fallen drin sein und sowas. Oh nein! Da vorne ist. Oh Gott! Oh Gott! Nicht vergessen zu essen. Immer wichtig, sonst uns. einfach da essen. Warte, waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Hier sind Gefängnis, da sind. Wir gucken mal, hier sind böse Spinnen eingesperrt. Ah, ne, du bist gar nicht hier. Die sind echt ekelhaft. Wartet mal. Guck mal. Ja, hier geht's raus, raus. Ja, ich hab's. Ah, ich hab den auch. Ach nee, da sind wir reingekommen. Okay, Tobi, mach's gut, ne? Hallo. Opfer sind immer da. Tschüss, Tobi. Leute. Okay, lass uns mal weitergehen. Okay, was geht hier ab? Schön ruhig hier. Ah, ich glaube, hier ist das Grab, was in dem Buch erwähnt worden ist, hier vorne. Wartet mal. Komm mal her. Grab. Genau, rechts auf das Grab. Guck mal, da sind Sachen drin. Oh. Liebe Abenteurer, wenn ihr diesen Brief lest, konnte ich meine Mission leider nicht vollenden. Damit ihr wenigstens erfolgreich diese Mission beenden könnt, habe ich euch meine Waffen hinterlassen, mit denen ihr die Spinnenplage ein Ende bereiten könnt. Ich habe die Waffen sicher versteckt, deshalb ist die Treppe zerstört. Findet meinen Schlüssel und platziert ihn bei meinem Grab. Nur so könnt ihr es schaffen. Okay, hier oben sind Waffen drin, aber wir kommen da nicht hoch. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Schlüssel suchen. Ich bin oben. Tobi? Bist du einfach hier rüber gesprungen? Ja, soll ich runter? Ja, scheiße, Alter. Komm, hol mir die Waffen, auf geht's! Ja, warte, da sind die Spögen. Ich bin tot, ich bin einfach gestorben. Das schaffst du. Oh Mann. Ja! Ich glaube, man muss es durchlaufen, oder? Ja. Mutter, warum? Ach, was ist denn da los? Wieso komme ich da nicht mehr rüber? Ah, hab's geschafft. Ich bin besser als Paluten. Nein! Aua! Karma. Was ist denn hier? Oh. Was ist da drinne? Das ist alles meins. Nein, wir teilen. Die Battle Axe ist besser. Alter, oder? Arrow of Harming. Ich hab auch eine Battle Axe und ich hab noch einen Dragonbone. Hier ist noch ein Dragonbone drinne. Was macht der? Der schießt Pfeile, Alter. Ja, kann ich den haben? Ich hab einen. Okay. Ein Teil der Heilung. Hier geht's ja nicht weiter. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Da ist ja ein Weg da vorne. Aua! Wir sind doch von da gekommen, oder nicht? Scheiße. Nee. Andere Richtung, tut mir leid. Ja, Gott sei Dank haben wir dich an Bord. Ja, ich bin der Navigator hier, ich mach das. Oh Gott! What? Was, Brutmutter? Brutmutter, oh. Oh, what? Nein. Was ist das denn? Ah, guck mal hinter euch, da ist nix. Oh. Da ist sie, das ist die Brutmutter, das ist unser Bossgegner, einer der Bossgegner aus unserem Launcher. Oh mein Gott. Alter. Bah, ist die eklig! Oh Gott! Laufen! Ein bisschen eklig. Kater! Halt sie zurück, Kater, halt sie auf! Ich hab so Angst! Nimm die Battle Axe, die macht am meisten Schaden. Okay, ich muss kurz zurück. Oh, wie viele sind das denn hier? Ich bin gleich down! Oh nein! Oh, warte, kann ich helfen? Hilfe! Haut drauf! Oh Gott! Okay, wir müssen erstmal die ganzen mittleren Spinnen töten. Ja. Und die ganzen kleinen.
Okay, erstmal. Okay, und dann können wir in die Brutmutter ran. Die steht da. Mami, ich werde dich nicht zulassen. Schieß mit dem Bogen drauf. Die ist geflogen. Ich kann das nicht. Vorsicht, die darf nicht überspringen, Da seid ihr instant down. Oh Gott. Ihr müsst abwehren, wenn sie springt. Ihr müsst abwehren. Oh, wer ist eklig? Oh Gott. Ist das eklig. Alter. Ich kämpfe gegen sie. Ich hab sie. Helf mir. Ich auch. Krieg ich vielleicht deinen Bogen? Ich kann nicht so nah an. Warte, hier. Als ob, Cutter. Okay, klar. Warte, so weit kommst. Haut sie kaputt. Wir können sie in ihrem eigenen Spinnennetz einfangen. Oh, ah, ja. Haut drauf. Los, wir schaffen es. Oh, yeah. Ich bin gestorben! Nein! Ich bin gestorben, ich hab's nicht mitbekommen! Oh, wir haben sie gleich, wir haben sie gleich! Ja! Wir haben's geschafft! Scheiße! Alle Spinnen raus! Okay. Okay. Diese kleinen, ey. Gut. Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Wenn ich ganz kurz erklären darf, was es damit auf sich hat. Hier gibt es erstmal kleine Belohnung für euch. Ne? Hier bisschen Diamanten und Gold. Nice. Ja, warte mal hier. Ich mache euch mal ein bisschen hier. Könnt ihr euch austoben. Also, das war nur ein ganz, ganz kleiner Teil unseres späteren eigenen Launchers beziehungsweise fast schon eigenen Weltbelaser. Denn wir haben quasi einen eigenen Launcher mit eigenen Inhalten. Und das, was ihr gerade alles gesehen habt, samt Texture Pack und so weiter und so fort, mit dem wir zusammenarbeiten, ist quasi alles self-made. Es kommen über 20 bis 50 neue Mobs dazu. Sau viele Waffen, verschiedene Klassen, Leveling-System und so weiter und so fort. Und das ist quasi nur der Anfang gewesen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nice, ja. 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 Ich habe hier noch für jeden von euch hier ein paar Bilder, die hängen wir jetzt hier auf. Guckt mal, so können wir uns drauf verewigen hier. So. Cool. Ja. Toll. Leute, das war's. Geil. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr zu Belaser gibt's dann bei mir in nächster Zeit auf jeden Fall zu sehen. Wir werden jetzt regelmäßig Updates über die riesige Map haben. Ich habe hier nochmal einen kleinen Screenshot für euch, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, welches Ausmaß das annimmt. Ja, Leute, wie gesagt, mehr kommt auf jeden Fall die Tage. Ich bedanke mich bei allen, die dabei gewesen sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.